Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanceros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erste Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch, denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. Und damit ein herzliches Willkommen wünsche ich euch. Okay, gut. Cabot Finch. Also, ich bin Cabot Finch, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement und hier, um zu helfen. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Ja, nochmal herzliches Willkommen. Wir haben bereits ein Gehege für Sie in Angriff genommen. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Scherz, aber trotzdem Vorsicht. Ja. Okay, jetzt nochmal. Ein herzliches Willkommen wünsche ich euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Let's Play von Jurassic World Evolution. Ich habe das Spiel mega sehnsüchtig erwartet. Hier kommen die ganzen Zuschauer an, weil ich liebe diese ganzen Dino-Geschichten. Ich spiele übelst gerne Aufbausimulationsspiele. Planet Coaster, was ja hier Frontier, was ja die Macher sind, haben wir dieses Spiel hier auch entwickelt. Und Dinos, naja, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Die sind immer faszinierend. Das sieht auch ziemlich geil aus hier. Isla Matanceros. Okay, Jurassic World. Okay. Das sieht cool aus. Ist das hier? Das Gebäude anklicken? Okay, bauen Sie eine Hammond-Entwicklungslabor. Okay, ja, gleich. Machen wir gleich. Das scheint ja... Achso. Okay, das Kraftwerk. Okay, sieht auch richtig nice aus. Ey, meine Fresse. Also die Grafik ist... Die Grafik der Gebäude ist schon... Auch die Detailgenauigkeit mit den Zäunen und dergleichen. Also es ist schon... Hier unten... Lüftungssysteme. Alles dreht sich nicht, aber gut. Ist schon mega cool gemacht. Auch hier. Aber ich kann hier irgendwie noch nichts anklicken. Okay, ja, hier blinkt's ja. Gehege. Was will er denn von mir? Er will das hier. Ja, ein Hammond-Entwicklungslabor. Kostet 400.000, verbraucht 10 Strom. Okay. Dann, okay. Sollen wir hier hinbauen? Gut. Dann bauen wir das mal hier hin, würde ich sagen. Konzentrieren wir uns auf den Grund Ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, die fünf Tode, heißen. Okay, so, warten Sie auf die Fertigstellung des Baus. Was machen wir? Logischerweise muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden. Hier ist der Weg. Okay, ja, Wege. Ja, okay, so. Was ist das hier mit der Wege? Okay. Wie bei Planet Coaster. Jetzt kommt die wahre Prüfung. Das Ausbrüten eines Dinosauriers. Ah, ja. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Okay, also Wegesystem ist exakt wie bei Planet Coaster. Mit Leertaste stabilisierbar, also gerade Linie und sonst schöne Kurven ziehen. So, ich soll jetzt hier irgendwas machen. Ich soll irgendeinen komischen Dino ausbrüten. Was haben wir denn hier so? Betriebsbereit. Wegverbindung, ja. Benötigt Strom. Mit Strom versorgt, jawohl. Gezüchtet Dinosaurier noch nichts bis jetzt. Misserfolgsquote beim Ausbrüten. Na, haben wir noch nichts. Upgrade-Plätze. Okay. Ah, hier kann ich es deaktivieren. Okay, gut. Na dann... Zwei Brutkästen haben wir. Scheint bis zu 5 zu gehen. Okay, Dinosaurier ausbrüten. So, den Struthio... Den sollten wir ausbrüten, oder? War das der? Ja, der war das. Okay, der ist bei 65%. Hat Angriff, Verteidigung, Lebenserwartung 40. Okay. Lebensfähig 66%. Also... Ah, okay. Das ist... Du bist doch schlüpft. Das ist zu 66%. Okay. Das heißt, so 33% geht da schief.
Krass. Was ist das hier? Genom. Aussehen. Was kann ich hier machen? Okay, ich kann Wüstenmuster hinzufügen. Ah, da geht die Lebensfähigkeit geht runter um 5%. Okay, krass. Aber die Bewertung geht um 25% nach oben. Jawohl, Alter. Aber sowas von. Was haben wir hier? Lebenserwartung. Ah, okay. Kann ich sie wieder hochbringen, die Lebenserwartung? Nee, ich würde sie nur noch weiter senken. Wenn ich die Stärke des Herzens verbessere. Okay, aber das bringt mir irgendwie... Achso, die Lebenserwartung hier oben, das geht nach oben. Ah ja, das geht nach oben. Ja, aber das muss jetzt, glaube ich, nicht sein. Das muss jetzt, glaube ich, nicht sein. Okay. Gut, dann, genau. Aber die Bewertung ist deutlich nach oben gegangen. Okay, dann mach mal. Die Machenschaften der Ehrgeizigen, Ausgestorbenes zum Leben erwecken, mit Naturgesetzen jonglieren. Was soll da schiefgehen? Kommen Sie, Doktor! Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in Sie investiert. Ja, Mr. Finch, ja, das letzte Mal. Es gibt immer ein letztes Mal und ein nächstes Mal. Okay. 100%. Sehr gut. So. Na, dann lassen wir den mal frei. Leben. Es beginnt. Der kostbarste Moment. Das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Und jetzt übernehmen wir, Sie, diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. Das sieht unfassbar gut aus. Meine Fresse. Das sieht unfassbar gut aus. Dinosaurier-Statistik. Gesundheit. Nahrung. Wasser. Na, getrunken hat er gerade. Geborgenheit findet er auch gut. War Bestand sozial braucht er nicht unbedingt. Alles cool hier bei ihm. Wobei wegen Nahrung müssten wir vielleicht mal gucken. Oh, kann ich dem Namen geben? Oh, dem kann ich einen Namen geben. Oh, okay. Okay. Dann haben wir Alter, Lebenserwartung sind 40 Jahre, okay. Verteidigungsgen 0. Okay. Lass mal kurz. Okay. Eieieiei, mein Guter. Das ist ja mal unfassbar nice. Ja. Ja. Ich finde das gerade mega cool. Okay, Nahrung. Oh, okay. Dann kann ich sie so anklicken wieder. Der Hammond-Stiftung geht es um drei Dinge: Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Okay. Also ich bin ja irgendwie für Sicherheit. Weil wir wissen alle, was passiert, wenn diese wunderschönen Tiere ausbrechen. Es gibt Tote. Das wollen wir vermeiden. Also gehen wir mal auf Sicherheit. Das ist Lambert. Unser Sicherheitschef. Ihre, deren und meiner. Willkommen auf den Inseln. Wir stehen Hallo. Hier vor einer schwierigen Frage. Wir wollen unsere Tiere unter Kontrolle halten, doch gleichzeitig auch ihr instinktives Verhalten fördern, um ihr Kampfpotenzial auszuschöpfen. Hören Sie, jeder hat Angst davor, dass diese Tiere frei im Park herumlaufen, mich eingeschlossen. Aber wir können sie uns nicht zunutze machen, wenn wir nicht ein paar Risiken eingehen.
Okay. Gut, bauen und verbinden Sie ein Expeditionszentrum und versorgen Sie es mit Strom. Alles klar. So, dementsprechend die ganze Welt nach neuen Dinosaurierfossilen suchen zu lassen. Der erste Schritt, um Dinosaurier-DNA zu erlangen. Okay, das heißt, wir konnten ja vorhin nur 4 Dinos oder so. Das heißt, mit den Expeditionen scheinen wir mehr machen zu können. Okay, wir kriegen 250.000. Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden. Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Okay, was ist das hier? Kann ich das jetzt anklicken? Ich kann das immer noch nicht anklicken. Okay, das heißt, ich muss ein Expeditionszentrum bauen. Okay, gut. Oh, das ist ein relativ großes Gebäude. Mit Strom kann ich es irgendwie drehen. Moment. Ah ja, Ring links und rechts drehen X und Y. Okay. Keine Ahnung, wollen wir es hier bauen? Ah, okay. Na gut. Ja, bauen wir mal hier so hin. Ja, ganz gut aus, war im Strom drin. Eins noch. Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. Mhm. So, okay, er lässt mich momentan leider noch nichts machen. Ich kann auch den... Wo ist denn der Dino hin? Wo ist er denn? Da ist er. Ich kann ihn auch nicht anklicken. Okay. Gut gemacht. Natürlich ohne Sarkasmus. Außer Sie hören ganz genau hin. Was ich sagen will, durch den Abschluss von Missionen verbessern Sie Ihr Standing. Ihren Ruf, wenn Sie so wollen, bei der Sicherheitsabteilung. Dadurch wird man sie dort mit schwierigeren Missionen betrauen. Okay. Das Expeditionszentrum, Grabungsteams, ermöglicht es Ihnen, Grabungsteams weltweit nach neuen Dino-Fossilien suchen zu lassen. Aus diesen Fossilien kann DNA extrahiert werden, die unsere Wissenschaftler dann in lebende Dinos verwandeln. Und um die geht es hier schließlich. Okay, also wir schicken ein Team los. Dann haben wir anscheinend hier Grabungsstätten. Und das Expeditionssymbol an, achso, wenn es losgeschickt werden kann, dann ist das Symbol oben dran. Okay. Gewinn pro Minute minus 7000. Okay, ist jetzt bei der Geschichte hier nicht so schlimm. Gut, das heißt, wir können jetzt Expeditionskarte ansehen. Alles klar. Ist gerade geregnet. Lambert hier. Ich hätte da einen neuen Job, der Ihren Fähigkeiten entsprechen sollte. Schauen Sie sich die Sache an und sagen Sie Bescheid. Edmentosaurus. Okay, also wir sollen 50% folgendes Genoms besorgen, Edmentosaurus. Na dann, gucken wir mal. Was haben wir hier? Ist er doch. Was haben wir hier noch so? Schön, Sie dabei zu haben. Wie Sie sich vorstellen können, suchen die Tiere in den verschiedenen Einrichtungen ständig nach Schwächen in unserem Sicherheitssystem. Sie sind viel klüger und hinterlistiger, als die Leute denken. Aber ich weiß genau, wozu sie fähig sind. Deswegen teste und evaluiere ich ständig unsere Sicherheitsprotokolle und Absperrungen. Und hier kommen Sie ins Spiel. Ich muss diesem Lambert recht geben. Er sieht diese Tiere als Gelegenheit an, aber auch als Bedrohung. Okay, was sind das hier? Sie müssen für mich ein paar Dinos ausbrüten, schlüpfen lassen, sie unterbringen und sicherstellen, dass die ACU auf der Insel präsent ist. Das okay. ist die erste Projektphase. Legen Sie los. Oh, da war ich da gerade drin. Gut, Ihr erstes Expeditionsteam ist unterwegs. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. Okay, das heißt, wir kriegen Fossilien. Die brüten wir aus, dadurch steigt hier wahrscheinlich die Prozentzahl. Expeditionen stoßen manchmal auf zusätzliche Funde, die verkauft werden können. Einfach. Ah, okay. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und extra mehr Dinos mal. Zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Natur und Kommerz. Ganz einfach, oder? Okay, dann machen wir das mal hier. So, uiuiui, ist ja richtig was los. Wow.
Das sah aber gut, das sah aber richtig gut aus gerade, oder? Okay, schon wieder eistrocken. So, beschaffen Sie 50% dieses Genoms. Okay, so, was haben wir denn hier hinten? Können wir diese Gebäude denn mittlerweile anklicken? Ah ja, das ist jetzt Fossilien gewesen. Das, der ist gerade am Machen. Alles klar, ich verstehe. Was haben wir hier? Forschungszentrum. Im Forschungszentrum können Sie Ihren Park auf verschiedene Art und Weise aufpeppen. Neue Gebäude, Upgrades und mehr. Okay, mittels Forschung können Sie halt... Was hat er gerade gesagt? Ah, hier waren wir ja schon drin. In dem Baum. Okay. Das haben wir ja schon gemacht. Manche Gegenstände haben Abteilungsanforderungen, die erfüllt werden müssen. Okay, das heißt hier... Okay. Okay, müssen wir mal gucken. Forschung bitte ansehen. Ja, würde ich bitte gerne. Gegenstände verfügbar, 0 Gegenstände verfügbar. Genetische Forschung, 5 Gegenstände sind verfügbar. Medizinische Behandlung ist ein Gegenstand verfügbar. Gehege ist einer verfügbar. Gebäude-Upgrades, okay. Na dann gehen wir mal kurz hier rein in die Genetik. Was ist denn hier verfügbar? Das Splicen dieses Gens erschafft Dinosaurier mit graugrüner Hautmuster. Okay, das heißt, neue Haut kostet. Forschungszentrum benötigt 1. Okay, hier gibt's neue Haut. Das ist alles noch gesperrt. Sie sollten Genome aus Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Da zu sein. Erhöht die Verteidigungs- und die Belastbarkeitseigenschaften. Mhm. Was haben wir hier? Erhöht die Lebenserwartung und Belastbarkeit. Das ist schon mal nicht so schlecht eigentlich. Erhöht die Angriffs- und Verteidigungseigenschaften. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Erhöht die Angriffs- und die Belastbarkeit. Ich finde die Lebenserwartung eigentlich nicht schlecht. Wir machen das mal. Okay. Können wir noch was machen gleich? Erhöht die Angriffs- und Verteidigung. Na, das will ich ja vielleicht nicht unbedingt. Belastbarkeit, Verteidigung. Angriffs- und Verteidigung. Belastbarkeit. Machen wir mal das hier. Ah, ne, es geht nicht. Ich kann nur eins machen. Ah, ja, okay. Okay, kann ich jetzt nur bei den Genen oder kann ich jetzt hier auch Gebäude sagen? Ne. Okay. Ich habe nur ein Forschungsteam. Geht nur mit einem. Okay, was haben wir hier jetzt? Dinosaurier. Grabungsstätten neu. So. Ah, wir haben Fossilien gefunden. Ihn haben wir gefunden. Sehr hohe Qualität. Okay, nice. Na dann... Dann extrahier das mal, weil wir brauchen ja von ihm hier. Hier haben wir noch was gefunden. Geringe Qualität. Was ist das hier? Keine DNA vorhanden, keine Dinosaurier zum Extrahieren. Okay, das können wir verkaufen für 100.000. Okay, dann verkaufen wir das mal. So. Okay. Okay. Das war jetzt das Energiekraftwerk. Ich bin Owen Grady. Meine Freunde nennen mich Owen. Oh, okay, den kennen wir auch. Alle so. Ich habe Dinge gesehen, über die ich nicht sprechen will, aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Okay, ungenutzter Strom ist nach wie vor 18. Gesamte Stromproduktion ist 60. Okay. Okay. Ich kann richtig sehen, wir können auch die Gebäude... wir können auch die Gebäude umbenennen. Okay, alles klar. So, wir müssen... Ah ja, das Fossilien-Geschichte hier. Aber du bist wieder da. Ich fahr gleich nochmal los. Okay. Als nächstes müssen Sie das Tier in einem Hammond-Entwicklungslabor ausbrüten, ehe Sie es freilassen und in einem Gehege unterbringen können. Sorgen Sie außerdem dafür, dass die ACU auf dieser Insel präsent ist. Okay. Na dann. Brüten wir mal, würde ich sagen. 61%. Ja, okay. Haben wir genommen. Können wir hier was machen? Oh ne, hier können wir keine Farbe ändern. Können wir hier was machen? Hier ist Tatsache was machbar. Lebensfähigkeit geht um 1% runter. Bewertung um 2 nach oben. Belastbarkeit geht nach oben.
9. Ja, das ist schon... Wobei er hat ansonsten eine Bewertung von 7. Er kommt hier schon auf 17 meine ich. Dann kommt er hier auf 18 und hier kommt er auf 19. Das ist jetzt nicht so viel höher, muss ich ehrlich sagen. Ohne Mist. Hier kriegen wir einen nach oben. Hier haben wir nur 1%, was wir verlieren. Wir werden dieses Genom auf jeden Fall anwenden. Was haben wir hier? Lebenserwartung. Okay, hier können wir noch ein Genom anwenden. Geht wieder um 1 runter. Das hat Lebenserwartung. Okay. Das geht wieder, aber das geht mich hier zu weit runter. Nö, wir lassen das so und wir werden immer ausbrüten. Oh, der kostet schon 176, der ist schon ein bisschen teurer, der Kumpel. So, ausbrüten und freilassen. Jawohl, bauen Sie ein ACU-Zentrum. Okay, Forschungsziel, Forschungszentrum, ACU. Nachladetempo 1.0. Ah, okay, dann bauen wir erstmal noch ein ACU-Zentrum. Okay. Ist Betriebsgebäude wahrscheinlich. Gibt es eine Ranger-Station? ACU-Zentrum. Bietet schnelle Luftunterstützung für Zwischenfälle im Park. Okay. Ich würde mal sagen, das bauen wir hier hinten hin, oder? Ja, setzen wir da so hin. Wie viel Strom hat das gebraucht? Stromverbrauch 10. Okay, das funktioniert noch. Wir hatten ja 18 oder so noch an Strom. Okay. Dann bauen wir das schon mal. Der Edmontosaurier ist fertig. Und hier ist auch ein Haken drüber. Okay. Die Forschung wäre auch fertig. Ich möchte mal ganz kurz in die Forschung wieder rein. Für die Besucher. Okay, erstmal noch nicht. Gebäude-Upgrades. Gebäude-Upgrades könnte für Strom vielleicht interessant werden. Ah ja, okay. Wartungseinheiten verringern die Unterhaltskosten Kraftwerke. Verringern das Risiko eines Stromausfalls. Erhöht die gesamte Stromproduktion. Ja, komm. Okay, wir haben Fossilien wiederbekommen. Auf jeden Fall extrahieren. Und hier haben wir schon wieder irgendwas, was wir kaufen können. Rhenium. Okay, tschüss. So. Okay, damit können wir jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich wieder eine neue Expedition. Jawohl. Expeditionskarte ansehen. Was haben wir hier noch? Hier sind gleich so einige mit drin. Komm, nehmen wir mal mit. Fliegt da mal hin. Wir haben 1,5 Millionen. Ist alles cool. So, das ist fertig. Forschungsziel im Forschungszentrum ACU Nachladetempo. Oh. Wir können den Dino freilassen. Da geht schon beide drauf. Das ist ein bisschen größer. Sieht echt gut aus. Oh. Hi, ich bin Isaac. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. Ich nehme das mal eindeutigen Antwort. Der labert. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlagen. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten. So, das habe ich nämlich jetzt hier nämlich vergessen, weil wir sollten vielleicht auch mal was zu essen hinstellen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Okay. Gut, ihr seid jetzt hier unten. Sehr gut. So, also wir müssen jetzt Forschungszentrum ACU Nachladetempo noch machen. Okay. Können wir eigentlich schon wieder forschen?
Noch eine Minute. Okay, wir müssen mal ganz kurz. Ist wahrscheinlich hier bei Gebäude, oder? ACU Treffsicherheit. Ach ja. ACU Nachladetempo. Das müssen wir als nächstes erforschen. Ja, er ist gleich fertig. Er ist gleich fertig. Was gibt's hier noch? Okay, dann gibt's hier noch ACU-Teams von ausgewerteten ACU eine weitere Aufgabe zuweisen. Okay, können wir mehr Aufgaben zuweisen. Er wird die Treffsicherheit. Und der kann halt schneller nachladen. Gut, Strom ist fertig. Forschungszentren benötigt das so zwei, um das zu machen. Gut. Damit machen wir das, weil das sollen wir erforschen aufgrund des Auftrages. Sind schon wieder Fossilien eingetroffen. Sehr schön. Was haben wir hier? Fossile Exkremente. Ach je. Silber. Ja, Silber verkauft sich immer gut. So, damit werden wir mal schnell eine neue Expedition starten. Weil der kann nämlich, ne? Jawohl. Expeditionsgarde. Was haben wir hier noch so? Triceratops. Oh ja, ein Treik. Da habe ich auch richtig Lust drauf. Okay, die nächste Phase klingt etwas verrückt. Das ist sie auch. Wir werden einen Dinosaurier ermutigen, die Eindämmung zu durchbrechen. Aha. Dann reagieren wir darauf und sehen, ob unsere Abläufe und unser Personal der Aufgabe gewachsen sind. Ja, jetzt würde ich gerne wieder zurücknehmen, was ich gerade über den Typen gesagt habe. Ja. Öffnen Sie das Tor des Geheges oder lassen Sie den Dinosaurier frei, damit er... Was war denn das gerade? Die ACU oder Asset Containment Aha. Unit ist Ihre erste Anlaufstelle, falls Sie einen wilden Dino betäuben müssen. Okay, er ist draußen. Wir machen das Tor mal wieder zu, bevor der andere auch noch rauskommt. Was mal, wie mache ich das jetzt? Achso, die ACU. Warte mal, die ACU ist ja hier hinten. Helikopter. Okay, wir haben einen Flüchtigen. Zeit für Finden und Binden. Wir verwenden nicht tödliche Waffen, aber denken Sie daran, der Dino weiß nicht, dass das eine Übung ist. Also seien Sie vorsichtig. Ich verstehe zwar, dass unsere Sicherheitsleute den Drill brauchen, aber so würde ich das beim besten Willen nicht machen. Okay. Wenn Sie ein Problem damit haben, wie wir für Ihre Sicherheit sorgen, können wir gerne darüber reden, Doktor. Später. Im Moment haben wir zu tun. Wo sind der Kumpel hin? Okay, also das Fliegen ist eigentlich ganz cool. Warte, müsste ich sie. Ach, da ist er ja! Oh Mann, okay. Okay, ich kann jetzt eher Betäubungsgewehr nehmen. Das kann ich jetzt echt nehmen. Oh, falsche Seite. Gleich wieder zurück. Oh, okay, mit der Umsicht ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich kann ja auch anders setzen. Ah ne, Moment. Helikopter fliegen. Er. Ha. Was? Ich hab da vorher getroffen. Okay, meine Maus ist gerade nicht so. Ach, der Heli dreht sich mit. Okay, ich verstehe. Der dreht sich mit. ACU bestätigen? Ja. Ich habe so halbwegs schon verstanden. Hab ich echt nicht getroffen? Flieg mal dahin. Ah, das macht er. Ah, okay. Ich kann ihn auch von dieser Position aus lenken. Das ist ja, Mai. Musst du dich bewegen in dem Moment? Gut. Naja, ich habe noch nie ein gutes Aim. Okay, aber ich kann den relativ gut lenken. Also die Steuerung ist schon in Ordnung. Bleib doch mal stehen. Wer rennt denn da? Gut, wie viele Pfeile habe ich denn eigentlich? Wie viel kann ich denn hier verballern? Okay. Der fliegt aber auch scheiße, der Pfeil. Gut.
Läuft, das läuft. Ich glaube, ich sollte das lieber die machen lassen, oder? So. Okay, Leute. Das ist hier, glaube ich, nicht so... Boah, ich habe ihn getroffen. Bin beeindruckt. Ah, das reicht noch nicht. Ich muss ihn noch ein zweites Mal treffen. Okay, die Flugbahn ist... Das bleibt dann natürlich in dem Moment stehen, wo ich diese Flugbahn setze. Ah, los, komm schon. Komm schon! Ja! Alter! Okay. Transportieren Sie die betäubten Dinosaurier zu einem sicheren Gehege. Okay. Sie müssen das Transportteam rufen, um das Tier sicher in sein Gehege zurückzubringen. Okay, Tier anklicken bringt nichts. Transportteam heißt was? Ist das das Expeditionszentrum? Ne, bestimmt nicht, oder? Ah ja, hier, Transportteams. Okay. Achso, da können wir sagen... Inna. Tier auswählen. Verbaut. Wie verbaut? Wie das Tier ist verbaut? Aber eigentlich habe ich den doch gerade. Oder kommt der? Oh, ja, ja, der Regen. Wow. Das sieht ja geil aus. Okay. Gut. Der ist irgendwie verbaut, ja. Produkt muss eingesammelt werden. Das kriegt ihr das hin? Wo seid ihr denn? Ach, da seid ihr. Das ist interessant. Mit dem Baum ist das schon sehr interessant. Naja, es scheint... Ihr habt ihn. Naja, ihr habt ihn. Ich hätte gerne wissen, ob der wieder aufwacht. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Transportiere Produkt. Okay. Ach so. Nee. Nee, nee, zurück. Ah, shit. Ah, okay, also der hat den zwar genommen. Produkt wurde zugestellt. Okay, Produkt ist wieder frei. Okay, okay, verstanden. Falsch gemacht und verstanden. Okay, jetzt, nee, guck mal, mach mal Aufgabe hier. Dinosaurier betäuben. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Wo ist er denn hin? Oh, musst du dich jetzt hier unbedingt in diese... Wo ist er denn hin? Der war da hier eben irgendwo. Ja, man kann sich auch anstellen damit, ne? Wo ist er denn? Oh, scheiß Bäume hier, ich sehe nichts. Ich sehe ihn wirklich nicht. Kann man ihn irgendwie anders orten? Ist das irgendwie... Gibt es hier einen Kontrollraum? Na, Fossilien? Ja, ja, komm, mach Fossilien. Aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kann man hier irgendwie anders... andere Übersichtskarten? So irgendwie? Nee. Anscheinend nicht. Ja. ATU-Helikopter eigentlich. Aufgabe hinzufügen. Ich würde euch gerne eine Aufgabe geben. Aber ich weiß nicht, wo der Dino ist. Da ist er. Alter Vater, ist das krass. Verstanden. Meine Güte. Ah, okay, neues lebensfähiges Genom, Triceratops. Ey, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie die das jetzt hinkriegen. Mal gucken, ob die CPU, der die kriegt das garantiert besser hin. Ich habe mich ja nicht wirklich clever eingestellt gerade. Hier unter den Bäumen. Naja. Okay, ich glaube, die haben den getroffen, oder?
man hier nicht irgendwie... Was ist das hier? Landschaft. Da ist er! Meine Fresse. Okay. Gut. Dann, ACU-Zentrum. Transportteams, bitte. Okay. Dann, okay, das ist jetzt einmal anklicken, ist von da und jetzt Ziel auswählen. Bring ihn bitte mal hier. Okay. Bring ihn mal bitte wieder rein. Jetzt habe ich es verstanden. Ach, guck mal, die Bäume. Ist das wegen dem Helikopter? Das ist wegen dem Helikopter, oder? Obwohl, nee, die wackeln. Doch, die wackeln hier schon mehr, oder? Bringt er den jetzt rüber? Was müssen wir jetzt eigentlich... Also, transportieren Sie die betäubten Sauer zu einem sicheren Gehege. Ja. Das wollen wir jetzt so langsam auch mal machen. Ich würde gerne einen Fleischfresser setzen, aber die kommen ja da raus. Das heißt, ich sollte... Mal gucken, wegen Gehege nebenbei. Hier. Oh, was Dr. Dua, das ist unser neuer 60. Verwaltungsdirektor. Okay. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, Kürbot. Ich bin Dr. Dua. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Mhm. Okay. Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Ja, 60%. Wir haben's gelesen. Kann man... Ah, okay. Okay, sozusagen, okay. Okay, bis hierhin geht, okay. Wo ist denn der andere? Muss ich natürlich mal gucken. Ah, da unten ist er gerade. Wo ich mich transportiert. Na, müssen wir mal schauen, dass... Mission abgeschlossen. Okay. Oh. Cool. Job erledigt. Voll und ganz. Sollen wir hier noch rüberlaufen? Wir wissen noch nicht, wie weit wir gehen können, um diese Tiere unter Kontrolle zu halten. Und die denken sich weiß Gott was aus, um unsere Schwächen auszunutzen. Bleibt nur die Frage, wer zuerst an die Grenze seiner Möglichkeiten stößt. Wir oder die. Immer wachsam bleiben. Das war immer die Hauptherausforderung im Jurassic-Industriekomplex. Nutzen gegen Sicherheit. Was für ein immenses Potenzial für Profit. Aber eben auch für Gewalt. Okay, Gebäude in der Nähe. Das ist, verstehe ich das hier richtig so? Ja, das scheint hier so richtig zu sein. Ich möchte euch ein bisschen hier schon so ein bisschen in die Nähe machen. Ja, so. Weil das hier hinten sind doch relativ wichtige Gebäude mit der Sicherheit und Expeditionszentrum. Dass ich das doch sehr gerne bauen möchte, bitte. Okay, hat am Weg. Gut. So. Der Futterdruck erfrisst erstmal. So, ich würde jetzt halt gerne wissen, wo ist jetzt der andere schon wieder hin? Ich würde gerne hier so den Zaun hier so durchziehen. Aber dafür müsste ich wissen, wo der andere Dino ist. Ich würde gerne mal einen Fleischfresser, weil ich glaube, wir können, ne? Ja, der geht nämlich. Der ist nämlich schon bei 61%, der Kumpel. Ich würde nämlich gerne jetzt mal einen Fleischfresser machen. Bevorstehen Sie ein neues Genom zu 60%. Ja, okay, dafür müssen wir auf jeden Fall nochmal Expedition. Genau, das dürfen wir nicht vergessen. Was ist denn hier? Oh, da können wir dem... Ja, genau, den wollen wir als nächstes machen. Den wollen wir als nächstes machen. Ey, ich muss wissen, wo dieser Vogel ist. Da ist er! Oh, perfekt. Perfekt. Ziehen wir hier durch. So, machen wir zu hier hinten. Perfekt. So, wir haben zwar aktuell keinen Zugang zu dem Gehege hier. Aber das können wir ja eigentlich hier bauen, oder?
Ja, komm. Hier können wir das Tor hinsetzen. Ja, ist auch gut. Okay. Sehr gut. Okay, kann ich, wenn ich die Tore anklicke? Ah, ich kann die einfach direkt öffnen. Das ist gut. Okay. Gut. Man kann ja dann eigentlich jetzt hier... Moment mal. Ich habe eine Idee. Wir können ja jetzt hier wahrscheinlich auch hier einfach so langziehen. Wieder so. Okay, das sieht doch gut aus. Okay, bauen wir noch ein Tor. Das kostet ja auch alles nicht so viel. Dann bauen wir nämlich ein Tor hier rein. Dann können wir hier auch noch ein Tor bauen. Ja, da geht. Ja, super. Dann kommen die hier rein. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich mache das Tor auf und wenn die raus sind, mache ich es wieder zu. Dann haben wir hier die Fleischfresser und hier die Pflanzenfresser. Das ist doch erstmal, ist doch schon mal was. Ist doch was. Okay. So, was muss ich jetzt hier eigentlich machen? Vervollständigen Sie ein neues Genom. Okay, gewinnen Sie aus Expeditionsverkäufen 200.000. Okay. Ich will jetzt auf jeden Fall einen neuen Dino haben. Und zwar dich hier, mein Freund. Was haben wir denn hier für eine Genomgeschichte? Was können wir denn machen mit dir? Im Aussehen können wir gar nichts machen. Okay, was können wir in der Belastbarkeit machen? Da geht was. -1%, 2er Bewertung. Oh, der hat eine 76er Bewertung. 74 normal. Oh, 81. Das lohnt sich schon. Das war so 55%, aber ja, was soll's. Mehr geht gar nicht. Okay. Gut, dann... Brüte bitte. So, wir haben noch nichts im Fossilienzentrum. Wir haben aber wieder was im Forschungszweig. Da können wir auf jeden Fall weitermachen. Ich würde gerne hier genetische Forschung weitermachen. Wir machen mal das Aussehen jetzt. Okay, wir haben Fossilien bekommen. Oh, von ihm. Hätten wir vielleicht warten sollen. Ah, da hätten wir vielleicht warten sollen. Dann wäre die... ja gut, jetzt ist passiert. Ich hoffe, das geht durch hier. Ich hoffe einfach, das geht durch. So. Nächste Expedition, Leute. Okay. Oh, hier hinten ist noch was. Hyanoganosaurus, okay. Ansonsten haben wir hier eigentlich alles. Den haben wir noch gar nicht hier hinten, ne? Nimm mal den mit, bitte. So. Dann gucken wir mal. 30% ist er erst. Okay. Können wir ansonsten... Was haben wir denn hier noch so? Achso, das ist... Ja, nee. Moment. Kontrollturm. Was haben wir hier alles? Rufsicherheit. Ist schon ein bisschen besser. Aufträge. Achso, ja, das sind diese beiden Aufträge. Okay, neuer Auftrag. Neuen Auftrag anfordern. Geht das? Ah, ich kann hier von euch Unterhaltung mal machen. Hier ist eine Gelegenheit, sich zu beweisen. 25.000 pro Minute, okay. Ja, dann machen wir das einfach mal. Ich werde nichts gegen steigende Einnahmen sagen. Das wäre Auftragslimit erreicht, okay. Idealistisch. Aber bringen Sie das Geld verantwortungsbewusst auf. Ah, hier sind die Inseln. Wofür wir es ausgeben. Isla Takana, Isla Manata, Isla Pena, Isla Matanakos. Also nochmal dieselbe? Ja, Tatsache. Okay. Wir sind. Gut. Expeditionskarte, ja, okay. Fossilien. Gut. Jawohl, okay. Da kommen wir eigentlich rein, wenn wir nicht Escape drücken. So, Karte. Okay. Alles klar, hier sehe ich jetzt auch die Dinos. Okay. Ist das vielleicht... Ja, unter M-Map. So, Verwaltungsansichten. Was haben wir hier alles so schönes? Strom. Okay, wir haben ja ansonsten irgendwie nichts, ne? Was können wir denn hier? Gehege? Was geht denn hier bei Gehege noch? Machen wir durch. Okay, Futterstation für Pflanzenfresser. Okay, versorgt große Dinosaurier wie Sauroponen mit den passenden Pflanzen und Nährstoffen. Okay, das ist eine Art Baum.
Dann haben wir Futterstation für Fleischfresser, versorgt Fleischfresser, Dinosaurier mit Fleisch und Nährstoffen. Die Nahrung wird anhand eines Zeitplans verteilt. Okay, die Futterstation stellt den Nahrungsbedarf. Müssen regelmäßig von Rangern, von Ranger-Teams aufgefüllt werden. Wir haben gar kein Ranger-Team. Okay, dann haben wir doch schon mal. Was haben wir hier? Lebende Futterstation. Okay, versorgt Fleischfresser mit einem beweglichen Paket voller Fleisch und Nährstoffen. Okay. Beobachtungsgalerie. Ein Fenster. Was kann das sein? Ich habe auch noch keine Leute im Park. Kann das vielleicht daran liegen, dass ich noch keine Beobachtungsgalerie habe? Okay, ich kann hier an die Zäune. Okay. Na, so haben sie doch eigentlich einen guten Blick, oder? Da fehlt zwar Strom. Aber ich habe keine Beobachtungsgalerie. Es ist ja. Wollen wir das nicht vorher sagen? Okay, ich sehe so gar nichts. Okay, naja, es ist so. So, jetzt haben wir eine Beobachtungsgalerie. Wir brauchen Strom. Okay, was haben wir hier? Kleines Kraftwerk. Oh, kostet zu viel. Ein Umspannwerk. Transformiert Strom für die Verwendung durch Gebäude. Okay. Ah ja, wir haben hier nichts. Das ist da hinten. Okay, ich verstehe. Terrainbeschränkung. Ah, hier geht's aber. Ich glaube, hier werde ich eh nichts mehr bauen, oder? Hier könnte durchaus nochmal. Können wir hier so? Da unten. Können wir das hier so hinstellen? Bisschen mehr Abdeckung haben. Ja. Ja, das sieht doch hier gar nicht so schlecht aus. Ja, komm. Wir bauen es hier hin. Ah, jetzt brauchen wir noch Stromleitungen. Die müssen nach hier vorne. Sieht so aus, als hätten sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen Sie mehr Kraftwerke oder erhöhen Sie die Produktion. Okay. Ja, aber wir hatten da hier, glaube ich, was gehabt, oder? Hatten wir gehabt. Kostet 40.000? Kaufen. Jawohl. Ah, so gut, dass wir es ja vorstellen vorhin. Okay, wir haben jetzt langsam kein Geld mehr. Was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier noch Fossilien. Extrahiere mal. Ja, verkaufe mal, bitte. Ah, der Auftrag wurde damit auch abgeschlossen. Sehr gut. Das heißt, ich kann ja dann neue Aufträge annehmen. Beschaffen Sie 50% des vollen Genoms, Ceratus. Was haben wir doch schon? Ich hätte da eine coole Sache, bei der Sie dabei sein sollten. Darum weise ich Sie darauf hin. Seien Sie auf der Gewinnerseite. Meiner Seite. Okay. Habe ich das gerade angenommen? Mir geht es um die Show. Und mit diesen Dinosauriern haben wir eine, die es auf der Welt kein zweites Mal gibt. Den Park sollen Leute anlocken. Was ist attraktiver als neue Dinos? Außer mir selbst natürlich. Gut. Was ich damit sagen will, magazinieren wir doch ein paar frische Dinos auf. Ja, mach jetzt auch. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. In den Tieren nur eine Geldanlage zu sehen oder sie als Kuriositäten auszustellen. Ich würde jederzeit mit ihnen arbeiten. Ja, nice. Wow, es geht los. Ihr Ruf ist in die Höhe geschossen, weshalb sie von der Unterhaltungsabteilung eine Belohnung für ihre Arbeit auf Isla Matanceros erhalten. Krass. Glückliche Gäste, darum geht es hier auf den Inseln. Wir sorgen dafür, dass sie bekommen, was sie wollen. Das ist so ähnlich, ich hätte gern zu sorgen. Nur mit mehr Anforderungen und ja. Also sie labern manchmal eben mir das ein bisschen auf den Sack. Ich habe mir das angesehen. Mit mindestens zwei Fossilien kleiner. Ja, komm mal. Ich würde gerne das Tor jetzt schließen. Bitte. Oh, jetzt war's. Der Regen schon wieder. Wow. Oh, guck dich die Pflanzen und so. Alter, das sieht mega geil aus mit dem Wetter. Oh, auch hier das Wasser. Alter. Es ist wirklich richtig gut gemacht. Und oh, guck mal, ich habe einen Besucher. Das ist schön, wenn es regnet. Aber wahrscheinlich, weil die jetzt hier endlich hier so ein Besucherzentrum haben. Die können jetzt hier endlich mal reingucken. Endlich mal.
So, für dich? Was bist du eigentlich? Kann ich mir dich mal angucken? Ist ein mittelgroßer Theroder und frisst große Mengen Fleisch aus jeder verfügbaren Quelle. Er lebt normalerweise allein, kann aber auch in kleinen Gruppen und gemeinsam mit einer mittelgroßen Anzahl Dinosaurier anderer Spezies zusammennehmen. Sein Territorium sollte über eine große Graslandschaft und leichte Beweidung verfügen. Okay. Typ großer Fleischfresser, Appetit 93 oder groß und Stoffwechsel. Oh, okay. Grasland, Wald, soziale Gruppe, maximal 3, wie es aussieht. Idealer Bestand 0 bis 20. Okay. 3 Meter ist der hoch, der Kumpel. Wiegt eine Tonne. 10 Meter lang. Alter, okay. Das Vieh ist fett. Hat auch eine hohe Bewertung. Authentizität. Modifikation plus 7. Okay, Alter 2, Lebenserwartung 69. Oh, oder ein bisschen älter, du. Angriffsgene, okay, sehr hoch. Verteidigungsgene, aber auch nicht schlecht. Okay, so, ja, Kampf, Ziegen getötet. Okay, Ziegen, Moment, ich konnte Ziegen. Gehege. Ich hätte da was. Schon wieder inne dazwischen. Wenn Sie Interesse haben. Schießen wir Kamera- und Ranger-Team-Fotos, Enceratus, der trinkt. Okay, gut. Wir brauchen unbedingt einen Ranger. So, wir brauchen ja wieder so eine komische Aussichtsplattform, wa? Ich glaube, wir setzen dann das einfach mal hier oben hin. Zack. Kommt da jetzt eine Ziege raus? Da kommt eine Ziege raus. Frisst er die jetzt? Oder hat er noch keinen Hunger? Ja, doch, so langsam hat er Hunger. Fastfood-Restaurant. Forschungszentrum. Ich brauche unbedingt eine Ranger-Station als nächstes. Das. Aber ich will wissen, ob der die Ziege frisst. Oh, er riecht. Oh, er riecht. Was riecht er denn? Oh, er läuft los. Ist hier irgendwo die Ziege? Da ist die Ziege! Oh, sie rennt! Oh nein! Was machst du hier vom Zaun? Ja. Oh, hier riecht sie wieder. Oh, er stirbt wieder an. Oh, Ziege! Er hat sie. Nein! Oh! Okay. Schnaps die Schniss. Aber Nahrung ist voll aufgefüllt. Das ist ja schon mal gut. Du brauchst nicht allzu viele Ziegen. Okay. Guter Junge. So, Ranger. Ich brauche einen Ranger. ACU Ranger Station. So, so verdammt groß. Kriegen wir die hier vielleicht trotzdem hin? Hier so, irgendwie so, kriegen wir die hier irgendwie hin? Oh, Moment, da war irgendwie gerade blau. Oh, wo war es hier gerade blau? Hier ist blau. Sehr schön. Ja, muss im Schutz dieses Gebäudes sein. Ich weiß gar nicht, hat der Strom hier hinten? Strom hat er nicht, wa? Hat er keinen Strom hier hinten? Doch, der hat Strom hier hinten. Aber es kann durchaus sein, dass Strom schon wieder zu wenig ist. Ich glaube, ich brauche bald ein neues Kraftwerk. Aber ich kann erstmal noch diese Verbesserung, die kann ich ein zweites Mal nämlich machen. Kann erstmal die setzen. Das ist erstmal gut. So, mit dem Weg ist wahrscheinlich schon direkt dran, wa? Ja, Weg hat er direkt angebaut. Okay. Gut, bauen Sie ein Fastfood-Restaurant und versorgen Sie es mit Strom. Forschungsziel im Forschungszentrum, Kleiderladen. Okay. Beschaffen Sie eine kleine Pflanzenfresserfossilien. Vervollständigen Sie ein neues Genom. Foto eines Ceratosaurus, der trinkt. Ich glaube, dieses Foto war irgendwie mit einem Ranger zu machen. Gucken wir mal. Fahrzeug lenken. Okay. Ach,
kann unten ein Foto machen. Betäubungsgewehr. Okay. Ja, das macht Spaß. Ui. So, wir müssen ja in dieses Gehege rein, ne? Ich wüsste, wo der ist. Der ist direkt vor dem Gehege, Alter. Ich hoffe, das Tor geht wieder zu. Geht es. Oh, jetzt ist mir gerade ein bisschen die Muffe gegangen. Okay. So, mein Freund, trinkst du jetzt so? Ja, ich hau euch schon ab. Okay. Ich hoffe, es ist vielleicht nicht zu langweilig, aber mir macht das gerade hier mega Laune. Kann doch relativ nah ran an den Kumpel. Aber nicht zu nah, man sollte nicht zu nah ran. Ich glaube, der hat jetzt ist jetzt auch gerade ein bisschen verschreckt. Okay, wir versuchen dich mal wieder ein bisschen in Ruhe zu lassen. Verfolgst du mich? Das kann durchaus möglich sein, ne, dass du mich verfolgst. Ich glaube ja, ich glaube, wir haben den leicht aufgeschreckt. Macht der was? Ah, er schreit nur rum. Ich werde mal wissen, ob der was macht. Ob der wirklich dieses Ranger-Fahrzeug angreift. Ah, er läuft nur ringsherum bis jetzt. Okay, er scheint nicht zu. Landbeuter Futterstation auffüllen. Okay. Jetzt scheint er wieder ein bisschen ruhiger zu sein. Vielleicht kriegen wir das Foto noch hin. Das wäre sehr gut, wenn wir dieses Foto noch hinkriegen. Wir warten einfach mal unten am Wasser. So, wie ist denn, wenn wir... Ah ja, okay, Foto ist so. Okay, verstehe. Er jagt die Ziege schon wieder. Ah ne, da unten ist die Ziege. Okay, was macht ihr hier für Geräusche? Oh, ihr planscht da hinten alle ein bisschen. Okay. So, hat er die Ziege schon wieder gefressen? Okay, da kommt er. Rennt er auf uns zu? Alter! Also irgendwie... Boah. Gut, vielleicht schaffen wir es in der nächsten Folge. Also wir haben jetzt eine XXL-Folge erstmal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Na, was machst du? Komm, kannst du mal trinken? Komm, trinke. Trinke, trinke, trinke. Okay. Er will nicht trinken. Na? Okay. Bis zur nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt einfach an den Daumen und vielleicht auch einen Kommi. Und ja, bis dann. Er kommt, er kommt. Wow. Wow. Okay. Macht's gut. Bye, bye.